Niederstetten hat eine neue Bürgermeisterin. Es ist trotz der 7 Kandidaten kein zweiter Wahlgang notwendig. Die Nachfolgerin von Rüdiger Ziebold steht fest. Es waren insgesamt 4.034 Wahlberechtigte. Davon haben 2.743, somit 68%, ihre Stimme abgegeben. Auf 4 Einzelbewerber entfiel jeweils eine Stimme. Auf Friedi Miller entfielen 4 Stimmen. Auf Roderich Fauser entfielen 6 Stimmen. Auf Rainer Barzecha entfielen 40 Stimmen. Auf Uwe Janczek entfielen 92 Stimmen. Auf Silvia Winter entfielen 103 Stimmen. Auf Heidrun Kappes entfielen 987 Stimmen und gewählt wurde mit 1501 Stimmen Frau Heike Nader. Heike Nader bekommt bereits im ersten Durchgang mehr als die Hälfte der Stimmen, nämlich genau 54,84%. Heidrun Kappes kommt auf 36,06%. Die anderen Kandidaten bleiben allesamt unter 4%. Ich bin völlig überwältigt und überglücklich. Herzlichen Dank. Ich konnte die letzten Wochen so viele Gespräche mit Ihnen führen und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich war von morgens bis abends da und ja, das war schon eine so schöne Zeit und ich habe mir schon vorgestellt, wie das wäre, wenn es nachher doch nicht so wäre. Und deshalb können Sie sich vorstellen, ich bin überglücklich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, auch diejenigen, die heute anders gewählt haben. Und ich möchte für alle Bürgerinnen und Bürger von Niederstetten da sein und freue mich auf die kommende Zeit mit Ihnen, dass wir die neuen Aufgaben angehen und neuen Schwung mitnehmen. Ich möchte an dieser Stelle meiner Familie danken. Alles, was ich bin, verdanke ich euch. Ich möchte ganz besonderen Dank an meine Freunde, die mir so eine tolle Stütze waren in den letzten Wochen, beziehungsweise die seit ich denken kann, da sind. Und auch die Kollegen, die aus Gundelsheim gekommen sind, vielen, vielen Dank. Die offizielle Amtszeit für das neue Stadtoberhaupt in Niederstetten beginnt dann am 1. Mai 2018. Also ich bin eigentlich immer noch hibbelig und zwar glücklich hibbelig, weil ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass es mir gelingt im ersten Wahlgang. Und ich möchte auch an die Mitbewerber denken. Die haben sich alle angestrengt, wir haben uns alle ins Zeug gelegt. Ich habe noch nicht alle gesehen, damit man auch ein Wort miteinander sprechen kann. Ich bin so dankbar der Bürgerschaft von Niederstetten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und es ist auch ganz toll, dass so viele Menschen da sind und freue mich auf die Zukunft, auf die herankommenden Aufgaben und dass wir gemeinsam mit viel Schwung in die Zukunft gehen. Dankeschön.